ist ein bisschen schöner als bei mir. Warum sind da innen noch so Ja, es Stränge? ist eine unter hier. Wir Ja? machen den Klang. Ja? Wie muss ich den halten irgendwie? Da gibt es doch auch so einen extra Griff, oder so? Ja. Ja, okay. Ungefähr. Ich glaube, du kannst es besser als ich. Warum ist die Seite anders als die andere? Ist Weiß einfach wegen nicht. Klang. Ja, es ist Einfach ein anderer Klang. Ah, stimmt. Schön. Ja. Sehr schön. Super. Wir haben auch Volksmusik Ja, und ja. in Norwegen gibt es auch Trachten und in Bayern auch. Also Ja. es ist zwar ein anderes Land, aber eigentlich Ja. ist es doch sehr ähnlich. Aber die Harfe kannst du spielen. Ja, ist auch ein schönes Instrument, ja. Ja, wirklich. Ist in Norwegen die Harfe auch so ein Instrument, das man spielt oder eher weniger? Ja, aber nicht zu viel. Bei uns ist es auch Ja. eher so zur Volksmusik, bayerische Volksmusik. Ja, Ja, stimmt. auch nur in Bayern. Ja. Ja. Wenn du nicht Biathlon machen, dann kannst du die Harfe spielen. Mache ich auch, Vielleicht ja, eine manchmal. Karriere im Vielleicht. Harfe spielen? Ich weiß nicht. Also ich habe dieses Jahr im Sommer eine Hochzeit gespielt, ganz Ja. alleine in der Kirche. Ja. Und es war aufregender als jedes Biathlon-Rennen. Also ich saß da und habe geschwitzt und es war echt aufregend. Ja. Aber es macht Spaß und es ist Ja. schön. Und es ist ein schöner Ausgleich zum Sport, finde ich. Deine letzte Saison mit Biathlon? Ja. Warum? Ach, da gibt es viele Gründe. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich habe keine Lust mehr oder ich habe keinen Bock mehr zu trainieren oder sowas. Ich möchte einfach gerne am Höhepunkt meiner Karriere aufhören. Ja. Und ich habe alles erreicht. Ja, das Und hast für mich gibt es einfach keine Ziele mehr und ich freue mich jetzt auf ein normales Leben. du. Ich freue mich drauf, jetzt einfach mal was Neues auszuprobieren und mit Ja. 25 jetzt auch mein eigenes Leben zu leben. Und dann irgendwann Kinder zu haben, aber jetzt erstmal einfach Zeit für mich selbst zu haben. Und Sport ist schön und es war auch eine ganz tolle Zeit, aber irgendwann reicht's. Ja. Und was glaubst du, ist besser mit seinem normales Leben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja Du noch nicht. musst es probieren. Ja, ich schaue erst mal. Ja, Ja. ja. Aber Und ich denke, es wird schön. ja. Und was möchtest du dann machen? Kindern? Ich glaube erstmal einfach so mein eigenes Leben. Also ich habe viele Sponsoren und es werden sicherlich viele Termine und sowas, aber ich glaube einfach auch erstmal so bei mir selber ankommen, einfach mal so mein eigenes Leben zu leben, rumzufahren, zu reisen, mir Sachen anzuschauen und irgendwann mal Kinder, aber Ja. mal schauen. Ich lasse auf mich zukommen. Ist Familie wichtig für Ist für dich? mich wichtig, ja. Also es ist schon, wir sind auch vier Kinder zu Hause und für mich war das immer wichtig, Geschwister zu haben und ich bin auch Familienmensch durch und durch. Ja. Und ja, ich möchte gerne auch mal Kinder. Einen Partner habe ich schon, mit dem ich, glaube ich, länger zusammen sein werde und wo es auch Ja. gut passt. Und ich denke, irgendwann Ja. wird auch die eigene Familie kommen. Ja. Und heiraten, ist das Hoffentlich etwas du irgendwann. ja. Aber da bin ich altmodisch. Also ich will, dass er mich dann auch fragt und dass er es entscheidet. Aber irgendwann schon. Aber ich glaube, der Zeitpunkt muss passen und es muss einfach, ja, einfach der richtige Zeitpunkt sein. Ja. Das kann ich, dann kann ich spielen in deinem Ja, bitte. Das hat sich schon schön Heiraten. angehört. Also würde Ja. ich sofort nehmen für die Kirche. Ja. Ist schon gebucht. Ja. Und Weltmeisterschaft in Ruhpolding, ist das ein Höhepunkt deiner Ja. Karriere, glaubst du? Ja, absolut. Also mein Traum ist natürlich, dort nochmal richtig aufzudrehen, nochmal Weltmeisterin zu werden, vielleicht sogar ein paar Mal. Und ja, das wäre so mein großer Traum, dann zu sagen, ja, jetzt habe ich wirklich alles geschafft, bei der Heim-WM noch erfolgreich zu sein und so einen schönen Abschluss zu schaffen und Ja. dann zu sagen, Ah, danke für natürlich. alles und Ja. tschüss. Ja. Natürlich. Ja. Aber ob es nicht so gut im Weltmeisterschaft gehen, Dann das ist auch glaubst du dann? okay. Ich Es ist glaube, okay. dass es gut läuft. Also ich Ja. bin gut drauf und ich Ja. habe sehr viele Podestplätze bis jetzt. Und ich denke, dass ich mit Sicherheit in 6 Wettkämpfen mindestens eine Medaille machen kann. Und ich versuche es einfach zu genießen. Also ich möchte jetzt nicht dorthin fahren und sagen, ich muss unbedingt und ich muss diese Medaille gewinnen. Aber es wäre schön und es ist auch mein Ziel. Und ich Ja, denke, dass ich es schaffen natürlich. kann. Und wenn nicht, ist es auch okay. Ich habe 10 Weltmeisterschaftsgoldmedaillen. Und Gesamtweltcup habe ich momentan auch das gelbe Trikot, also es sieht gut Ja. aus. Ja. Ich denke, das
passt schon. Dadurch, dass ich dann auch entschieden hatte, dass es meine letzte Saison wird, war ich dann auch wirklich motiviert zu sagen, okay, jetzt nochmal so richtig und mit der Heim-WM und mein dritter Gesamtweltcup, das wäre so ein tolles Endziel irgendwie. Ja. Also es war nicht schwer, mich zu motivieren und ich habe auch wirklich Spaß momentan und ich genieße wirklich jeden Tag und denke eigentlich gerade nicht ans Aufhören. Willst du dann nach Norwegen fahren? Ja, mit Sicherheit werde ich nach Norwegen fahren, aber dann im Sommer, weil es ist nämlich immer hell und es... Also ich war einmal bis jetzt im Sommer in Norwegen und ich fand es wunderschön. In Schuschön war ich da, in der Nähe von Lillehammer. Und es war wirklich total schön, einfach abends um 11 noch auf der Terrasse zu sitzen und zu lesen. Es war so ruhig und stundenlang wandern und dann hat man noch einige Tage in Oslo. Und es war einfach schön. Und das werde ich mit Sicherheit in nächster Zeit auch machen. Einfach mal rumfahren, mir Sachen anschauen, einfach reisen, unabhängig sein und nicht unbedingt zu einem gewissen Zeitpunkt wieder zu Hause sein zu müssen, sondern einfach rumzufahren. Noch einmal probieren? Ich probiere es nochmal. Okay. Komm, wir probieren es nochmal. Ein bisschen. Aber du hast es so schön gemacht, es ist ja echt peinlich, wenn ich das jetzt hier so... Also, ich mache das jetzt einfach mal so. Virtuose. Ich glaube, es ist besser, wenn du das machst. Dankeschön.